wenn die Sonne der Weltmeisterschaft untergeht und die Sommerpause sich dem Ende zuneigt, die Trainingsplätze noch ein letztes Mal malträtiert werden, geht die dritte Liga wieder los. Die leeren Plätze füllen sich, alles wird auf Null gestellt und jeder kann jeden schlagen. Traditionsvereine, Auferstehungen und abgezockte Drittligakenner. Herzlich willkommen zum Derby Cottbus gegen Rostock. Montagabend, Meppen trifft auf Lotte. Zweikämpfe, mal fair, überragend wie er da hochsteigt. Und mal auch etwas robuster. Dafür müsste er eigentlich eine Karte sehen. Was für ein Foul und die rote Karte. Hitzige Derbys im Osten Deutschlands. Boah, wie kann er da so reingehen? Und spektakuläre Torschüsse. Zuck an den Pfosten. Glänzende Keeper. Der fehlende letzte Prozent zum Torerfolg. Klasse Tat. Haier an die Latte. Was für ein Schuss. Und ab und an wird auch mal gezaubert. Jetzt wird's aber richtig frech. Uahin. Doch wir warten hierauf. Traumhafte Abschlüsse, unnachahmliche Buden und tobende Mengen. Stefan Fürstner, klasse Tor. Was für eine Abnahme. Ademi und der sitzt. Klasse Treffer. Unhaltbar, oben rechts rein. Und Münster führt mit 1:0. Rostock. Klasse, Vitieri, was für ein Schuss. Der Neuzugang sticht. Und das dürfte es gewesen sein. Was für eine Partie. Im Einzelspiel, in der Konferenz oder in der Zusammenfassung.